Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gestartet und 100% haben abgestimmt, dass ich einfach mal ein Kindergarten-Update drehen soll. Ich hätte es auch mit eingebunden, aber 100% wollten, dass ich da extra ein Update mache und deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt auch. Wir haben wieder so eine wahnsinnige Hitze draußen und ich habe mir jetzt trotzdem aber ein Käffchen gemacht. Jada sitzt drüben und Sammy macht noch Mittagsschlaf. Jada hat jetzt ihre erste Woche hinter sich und jetzt haben wir heute Wochenende, also heute Samstag und morgen soll das Video auch online kommen. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich die Zeit jetzt und drehe jetzt schon mal ein Video für euch. Wir starten direkt. Ich weiß nicht, wie das da mit der Eingewöhnung wirklich ist, aber wir waren halt so die einzigsten in der Eingewöhnungszeit. Ich weiß, dass letzte Woche auch eine Mama da war, die hatte Eingewöhnung und sie konnte am ersten Tag direkt aber auch schon gehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie das da jetzt so gemacht haben, dass jede Woche immer nur ein Elternteil mit dem Kind da ist. Das weiß ich nämlich leider nicht, wie das da läuft. Habe ich jetzt auch nicht gefragt. Ist ja auch eigentlich egal. Ich werde es Montag sehen, ob da jetzt nochmal jemand ist, der eine Eingewöhnungszeit hat oder ob sie vielleicht wirklich da die letzten waren. Das sehe ich halt erst am Montag. Aber wie gesagt, Jada hat jetzt eine Woche rum. Habe einen Tag vorher den Sonntag, ich wollte es eigentlich mit Jillian zusammen machen, aber leider ist sie eingeschlafen, deswegen habe ich das alleine gemacht. Ich habe auch alle Sachen beschriftet, die halt im Kindergarten bleiben, also Regensachen habe ich beschriftet, mit Gummistiefel habe ich beschriftet, ihre Hauspuschen habe ich beschriftet. Dann hat sie noch so ein Kissen mitbekommen, das ist, dann machen sie halt immer morgens auch ihren Morgenkreis, habe ich auch beschriftet. Also alles, was so im Kindergarten bleibt, habe ich mitbeschriftet. Ich habe jetzt auch noch einen Sonnenhut da gelassen. Ich habe hier zu Hause ja auch alles nochmal doppelt, dreifach irgendwie immer liegen. Den habe ich jetzt auch da gelassen, aber auch beschriftet. Das Einzige, was ich jetzt nicht beschriftet habe, ist halt so die Wechselwäsche. Falls mal irgendwie doch mal was dabei daneben geht. Oder wie einmal Jillian wurde umgezogen, weil sie da eine Wasserschlacht hatten. Und genau, die Sachen habe ich jetzt nicht beschriftet, weil die hängen da eh im Beutel und werden von den Erziehern auch nur rausgenommen, wenn es benötigt wird. Deswegen fange ich jetzt nicht an, ihre Sachen alle zu beschriften. Später, wenn da auch nochmal eine Ersatzjacke hängt, das wird beschriftet, aber jetzt habe ich gedacht, das muss jetzt nicht sein. Genau, wir starten. Wir waren am Montag um 8:30 im Kindergarten gewesen. Ich selber kenne den Kindergarten so an sich eigentlich schon, weil mein Neffe ja auch im Kindergarten da ist und mein anderer Neffe, meine Nichte damals, waren auch da. Jetzt sind sie schon groß, jetzt gehen sie schon in die Schule und weiterführende Schulen und alles. Also ich kenne den Kindergarten an sich so auch, weil ich ja auch öfters als Tante mal die Kiddies abgeholt habe. So, für Jada war es aber ganz neu gewesen. Wir hatten zwar in den Ferien noch einen Kennenlerntag gehabt, da waren wir etwas über eine Stunde gewesen, dass man sich da einmal komplett kennenlernen kann. Und ich muss sagen, bis jetzt in der Gruppe habe ich keine, ich sage mal so, Schnüsseleltern. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Man kennt das ja so aus Kindergärten oder Schulen, dass eigentlich immer da irgendjemand ist, der so ein bisschen anwaltsmäßig macht. Oder ein bisschen penibel so, ach, keine Ahnung. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, ne? Jeder ist ja auch anders, ist ja auch egal. Aber die sind alle locker und flocker, muss ich sagen. Die Erzieher sind sowieso super cool drauf. Und genau, wir waren um 8:30 da gewesen und nach 20 Minuten hat die Erzieherin Jada gefragt, ob ich sonst mal ein bisschen raus darf, aber sie wollte das nicht. Also Jada wollte gerne, dass ich bleibe, obwohl sie mich nicht wirklich beachtet hat. Also sie hat da gemalt, sie hat den Kindergarten angeguckt, dann kam der Cousin noch in die Gruppe, dann liefen sie da auch noch rum, sie hat noch ein bisschen gefrühstückt. Und waren dann nachher alle im Garten und im Endeffekt stand ich da nur rum oder ich saß dann da nur rum, aber Jillian wollte nicht, dass ich gehe. Und nach 2,5 Stunden ungefähr haben wir dann erstmal gesagt, gut, wir machen dann für heute mal Feierabend, dass wir dann vor dem Mittagessen schon mal gehen, dass wir da halt so ein bisschen, bringt ja nichts, wenn ich da bis 1:30 jetzt auch gesessen hätte. So, ich habe ja auch noch Sammy zu Hause, ne? Und genau, wir sind dann so um 11 ungefähr dann auch losgefahren. Aber Jillian fand es total toll und alles, aber ich durfte halt nicht gehen. Der zweite Tag, da waren wir dann auch wieder um 8:30. Ohne Sammy bin ich übrigens auch da gewesen, hat Schein übernommen aus der Nachtschicht, ist er einfach wach geblieben, dass ich da wirklich nur die Zeit für Jillian auch habe. Genau, den zweiten Tag sind wir auch wieder um 8:30
da gewesen. Und ja, wir sind in die Gruppe rein. Jenna auch schon guten Morgen und kannte da ja auch schon ihre Freundin aus vom Kennenlerntag und privat vom Spielplatz nachher. Und Kinder finden ja sowieso auch schnell den Anschluss so, ne? Und dann sind wir noch reingekommen, so guten Morgen und alles. Und dann ist Jen dann auch nochmal zum Frühstücken. Also sie frühstückt so morgens hier nochmal Cornflakes oder ein bisschen Obst, dass ich weiß, sie hat so ein bisschen was im Magen. Aber sie geht sich da auch immer, wie sie sagt, sich nochmal einen Snack holen. Und dann geht sie immer nochmal Cornflakes frühstücken. Ich bin auch in der Gruppe geblieben. Und dann kam sie angelaufen und sagte, Mama, du kannst jetzt gehen. Und ich so, wie, ich darf jetzt gehen? Und dann kam die Erzieherin auch so, ja, ich habe sie dann gefragt, du darfst jetzt nach Hause gehen. Ich sag, okay, dann gehe ich jetzt so, ne? Und dann sind wir so verblieben, dass ich sie ganz normal abhole, wenn Schluss ist. Und wenn was ist, dass sie mich sonst anruft. Ich brauche mit dem Auto, ich bin in 5 Minuten da. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das gar nicht erst, dass ich sie vom Mittagessen abhole oder so, sondern wir gucken einfach, wie es läuft. Ja, und dann durfte der dann mich bis zur Tür aufbringen, weil meistens ist es, sobald die Eltern Richtung Tür gehen, dann fangen die Emotionen der Kinder ja an, ne? Denn dann weinen sie oder oh mein Gott, das Leben ist jetzt vorbei, meine Mutter geht, sie kommt nie wieder, ich muss immer hier bleiben. Dann realisieren die Kinder das nämlich erst, wenn sie wirklich zur Tür gehen. Deswegen muss ich sagen, finde ich die Sache ganz süß, dass die Kinder einen dann nochmal bis zur Tür wirklich bringen. Und dann musste sie mich auch rausschubsen. Dann hat sie mich auch so rausgeschubst, dann bin ich ja so hoppla so, ne? Und dann hat sie noch gerufen, tschüss Mama, viel Spaß, hol mich später dann ab. Du musst lieb sein und so bis später. Und dann bin ich gegangen, habe die Tür dann auch zugemacht. Sie hat noch gewunken und dann war sie weg. Und es gab keinen Anruf, sondern ich bin um 12:45 dann da gewesen. Und sie wollte nicht mit nach Hause. Sie ist ja sowieso ganz viel mit ihrem Cousin dann auch da. Die sind dann oft zusammen, dann sind sie auch mal wieder getrennt. Und dann finden sie doch wieder zusammen. Und seit sie im Kindergarten ist, hat sie sich mit Elias auch nicht einmal ein bisschen angezickt, weil sonst kennen wir das ja, dass sie sich immer gerne anzicken. Aber im Kindergarten sind sie best friends. Genau, dann habe ich sie ganz normal abgeholt. Es war gar nichts gewesen. Also einmal sagte Jay dann wohl, sie möchte nach Hause, aber da war irgendwas, dann ging es nicht so nach ihrer Nase. Und dann ne, sagt man ja gerne, ich will mal nach Hause. Und dann war aber auch wieder gut gewesen, also es klappte wunderbar. Und ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Der Mittwoch, Donnerstag und auch der Freitag, der war genauso. Ich konnte sie am Mittwoch ganz normal hinbringen, durfte auch direkt gehen. Also sie hat sich dann einmal ihre Hauspuschen angezogen, in die Gruppe rein. Guten Morgen, ne, dass man immer weiß, die Kinder sind da, dass sie sich einmal anmelden, weil dann dürfen sie danach sich noch frei bewegen und alles. Ja, und dann schubst sie mich halt dann wieder ganz schnell raus und sie wollte an dem Tag auch nicht dann, wo ich sie abgeholt habe, nach Hause. Sie wollte gerne da bleiben und alles. Und ja, und Donnerstag war es dann genauso und Freitag auch. Also Donnerstag und Freitag habe ich sogar Sammy morgens mitgenommen. Zu Schein jetzt gesagt, jetzt muss ich nicht mehr bleiben, jetzt kann ich Sammy auch mitnehmen und kann er nach der Frühschicht, also nach der Nachtschicht sich auch direkt hinlegen. Und dann habe ich gesagt, das klappt jetzt auch. Und also im Endeffekt bringe ich sie nur noch hin und hole sie später ab. Und bis jetzt war auch nichts gewesen. So jetzt die Tage auch nicht irgendwie, dass sie nach Hause will oder irgendwas. Das war nur halt an dem einen Tag, aber es war aber irgendwas wahr. Ja, und ansonsten erzählt sie ganz stolz. Das ist schön, hier ist schön und super schön. Also viele Freunde hat sie jetzt auch schon gefunden. Weiß die Namen halt nicht immer gleich, vergisst sie immer. Aber es sind alles ihre Freunde. Sie hat sich auch noch mit jemandem angezickt oder gestritten und sie ist richtig stolz, wenn sie uns immer wieder Sachen erzählen kann, was sie gerade neu gelernt hat. Jetzt haben wir noch einen Bilderrahmen mit nach Hause bekommen, so einen kleinen 10x15, also ein 10x15 Foto kommt rein. Das müssen wir noch am Wochenende fertig machen, so ein bisschen das Geburtsdatum und so ein bisschen hübsch machen. Das hängen die sich nämlich auf, das ist immer so der Geburtstagskalender. Und dann haben wir noch ein Zettelchen bekommen. Da soll sie raufschreiben, wen sie gerne alles mag, also um sich herum hat, mit wem sie viel zu tun hat. Und dann habe ich aber auch gleich erzählt, dass so ein Zettel wohl nicht reichen wird, aber ich darf ruhig mehr Zettelchen benutzen dafür, weil wir sind halt eine sehr große Familie und sie mag alle. Und sie hat alle gerne um sich herum und sie hat eigentlich auch alle fast gleichmäßig um sich herum. Deswegen wird der Zettel wohl ein bisschen oder ein paar Zettelchen mehr in dem Ordner
gelange. Das ist nämlich auch für später, wenn sie dann aus dem Kindergarten sind, immer eine schöne Erinnerung. Ich habe von Vanessa ja auch noch ihren Ordner aus dem Kindergarten mit Ausflügen, Fotos, alles aufbewahrt halt, ne? Urkunden nachher auch aus den Schulen. Also ich bewahre ja wirklich alles auf. Die Kinder kriegen alle einen Ordner, das kommt dann halt auch alles rein. Und jetzt haben wir Wochenende. Ich muss sagen, es ist eigentlich mal schön, morgens dann aufzustehen, nicht los zu müssen, obwohl es nur 5 Tage war. Aber so ein bisschen die Zeit doch mit Jenna so ein bisschen wieder zu genießen. Ich war immer froh, wenn sie Zeit ist. Oh, endlich Kindergarten, weil sie braucht das einfach. Ich kann das ihr gar nicht so geben mit dem ganzen Fördern und alles. Und ich muss aber sagen, heute den ersten Tag, mal zu Hause, ist wieder richtig schön. Sehen vormittags, so jetzt Sammy macht Mittagsschlaf, sie ist zu Hause und sie ist auch ganz anders ausgelassen jetzt. Also so nach dem Kindergarten am Montag nicht, am Dienstag, da ist sie mir hier auch eingeschlafen halbwegs gleich direkt und sonst schläft sie hier abends teilweise mir auch schon so zwischen 7:30, 8 auch auf der Couch schon ein. Also man merkt schon, dass das echt so ein bisschen sie groggy macht, ne? Was aber auch schön ist. Und wenn sie im Kindergarten ist, genieße ich so meine Zeit einfach intensiv mit Sammy, weil er dadurch natürlich auch sehr tiefenentspannt ist, weil Jenna ja gerne so ein bisschen einen auch aufwühlt. Und er ist natürlich ganz entspannt jetzt hier. Ne, mein Schatz, Kindergarten macht Spaß. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht schneiden, aber gerade ist meine Kamera ausgegangen. So ihr Lieben, ich habe gemerkt, dass meine Kamera wohl ausging und mein Ende gar nicht mehr mit drauf ist. Deswegen wollte ich mich jetzt trotzdem nochmal von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das kleine Wochenupdate von Jaylans Kita gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn euch sowas nicht gefällt. Ist ja überall Geschmackssache, was man gerne schaut. Genau, aber wie gesagt, auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und dann richte ich mich natürlich auch ein bisschen danach. Und wie gesagt, 100% wollten ja gerne ein Update. Deswegen, ja, wünsche ich euch ansonsten noch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss!